Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Duell des heutigen Quarantäne-Streams und wir haben ein neues Gesicht bei uns am Start. Unser Praktikant, der Niklas, ist heute bei uns. Hallo. Da. Ja, das erste Match des heutigen Tages lautet Magnetkrieger gegen Heilige Ungeheuer. Viel Spaß beim Zuschauen und dann heißt es jetzt ringfrei für Runde 1. So. Ja, dann wollen wir mal auswürfeln, wer anfangen darf. Eine 6. Eine 4, das heißt, du darfst entscheiden. Wer soll denn mal anfangen? Da muss ich mal eben überlegen. Fang du mal an. Alles klar. Gucken wir mal, ob mein Deck mich heute im Stich lässt oder ob ich da halbwegs konstant was aufs Feld bekomme. Habe ich auch ein bisschen Angst vor, mal schauen. Was zum Teufel? Ich ersetze mal eine Karte. Und beende meinen Spielzug. Boah, das ist nicht wahr, ey. Das fängt mir echt gut an. Ich wollte, du hast mich dann, es besprochen. Ich wollte mich ein bisschen zurückhalten, aber so sehr wollte ich mich eigentlich nicht zurückhalten. Okay, dann würde ich meinen Spielzug beginnen, ja, indem ich mein Magnetfeld aktiviere. Gut, was macht das gute Magnetfeld? Falls ich ein Erdemonster von Typ Fels der Stufe 4 oder niedriger kontrolliere, kann ich ein Magnetkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger in meinem Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Das kann ich auch nur einmal pro Spielzug machen. Und zum anderen einmal pro Spielzug am Ende des Damage Steps, wenn ein Erdemonster von Typ Fels, das ich kontrolliere, gegen eins deiner Monster kämpft, aber das Monster von dir nicht zerstört wurde durch Kampf, kann ich es dir auf die Hand zurückgeben. Okay. Als nächstes würde ich mein Doki Doki als Normalbeschwörung beschwören. Mhm. Ich kann jetzt ein Felsmonster abwerfen und dann ein Felsmonster mit derselben Grundeigenschaft und Stufe wie das abgeworfene Monster als Spezialbeschwörung von meinem Deck in die offene Angriffsposition oder in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Ja, klingt fair. Dann würde ich meinen Steinbefreier Prüfer einmal abschmeißen. Mhm. Und würde mir einen anderen Steinbefreierprüfer gerne in die offene Angriffsposition spezial beschwören. Ja, das klingt erstmal vollkommen legitim. Das hat auch kein Doki Doki beschwören. Nee, das spielt sogar keine Rolle, ja. So. Dann, weil ich ein anderes Steinbefreiermonster kontrolliere, darf ich meinen Steinbefreier-Sucher spezial beschwören. Mhm. So, die Steinbefreier-Monster haben alle den gleichen Effekt. Ich darf die obersten 5 Karten meines Decks ausgraben und dann ein Felsmonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung beschwören. Solange es ein Keinempfängermonster ist. Ein Keinempfängermonster, richtig. Mhm. Und zusätzlich lege ich die restlichen Karten unter mein Deck in beliebiger Reihenfolge. Gut. Dann würde ich den Effekt von Steinbefreier-Prüfer einmal aktivieren wollen. Jawohl, mach mal. 1, 2, 3, 4... Und 5. Da ja, habe ich nichts getroffen. Ist mir egal, wie ich die einlege. So. Und dann würde ich den von dem Effekt von Suche auch einmal aktivieren. Alles klar. 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, da habe ich nur eine Wahl. Eine riesige Auswahl, die du hast, ja. Dann nehme ich den Alpha. Ich glaube, ich muss ihn in die Verteidigungsposition beschwören. Kannst du. Nee, muss ich nicht machen, aber mache ich. Mhm. Alpha. So. Wenn Alpha als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, darf ich ein Magnetkriegermonster der Stufe 8 oder. Nee, der Stufe 8 von meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Mhm. Diesen Effekt darf ich nur einmal pro Spielzug aktivieren. Und die Elektromagnetkrieger haben alle einen selben Effekt. Und das ist, ich darf in deinem Spielzug die Elektromagnetkrieger als Tribut anbieten. Und dann ein Magnetkriegermonster Stufe 4 von meinem Deck spezial beschwören. Mhm, okay. So, dann würde ich den Effekt auch gerne nutzen. Mach das mal. Ein Monster der Stufe 8. Den guten Berserkion. So. Der gute Kollege kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Er muss als Spezialbeschwörung, erst als Spezialbeschwörung beschworen werden, indem ich Alpha, Beta und Gamma von meiner Hand, meinem Friedhof oder von meiner Monsterzone verbanne. Mhm.
Dann kann ich Magnetkriegermonster Stufe 4 oder niedriger von meinem Friedhof verbannen und dann eine Karte wählen, die mein Gegner kontrolliert und sie zerstören. Und außerdem, falls er durch Kampf zerstört wird oder falls diese Karte, die ihrem Besitzer gehört, durch einen Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, kann ich jeweils eins der verbannten Magnetkriegermonster Alpha, Beta oder Gamma spezial beschwören. Mhm. Okay. So. Dann würde ich gerne eine Synchro-Beschwörung machen. Ja. Auf Synchro 6. Und dann beschwöre ich meinen Steinbefreier entstiegener Greifonit. Mhm. Der sagt auch, dass ich die obersten 5 Karten meines Decks ausgraben darf und dann ein ausgegrabenes Felsmonster als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition beschwören darf. Zusätzlich darf ich die restlichen unter mein Deck legen in beliebiger Reihenfolge. Mhm. Der zweite Effekt ist irrelevant, weil ich keine Windmonster spiele. Okay. So. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann würde ich gerne meinen Gamma wählen und ihn spezial beschwören. Mhm. So. Dann muss ich mal eben mein extra Deck. Dann würde ich gerne eine Link 2 machen. Mhm. Auf meinen Albtraumritter Phönix. Okay. Und dann würde ich gerne seinen Effekt nutzen, eine Karte abschmeißen, abwerfen und dann deine verdeckte Karte wählen und sie zerstören. Ja, dann triffst du in dem Fall mein Erwachen der heiligen Ungeheuer. Okay. So, dann würde ich gerne mein Berserkium beschwören, indem ich mein Beta von der Hand, mein Gamma und mein Alpha aus dem Spiel nehme und mein Berserkium aufs Feld beschwöre. Ja, Power. So, und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, das reicht schon. 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7, 4, 8, 3, ja. Dann würde ich gerne in die Battle-Phase gehen. Battlefader? Wo bist du, wenn man dich mal braucht? Und Angriff. Mit wem denn zuerst? Wenn du so fragst, dann mit meinem Steinbefreier-Sucher zuerst. Gut, dann nehme ich mal die 1200 Punkte Schaden. Dann würde mein Phönix einmal vorbeikommen. Ja, das ist in Ordnung. Mein Greifonit mit 2200. Und als letztes mein Berserkion für 3000. Ja, okay, lass mir doch mal. Hat's mir noch mal ein bisschen Angst gemacht. Das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte hier. Ja gut, da hat dein Deck dich auch ein bisschen geärgert, muss man dazu sagen. Ja, ein kleines bisschen. Xantorg wird passieren, ja. Ansonsten Fragen bitte gerne in der nächsten Pause stellen. Aber typisch für dich wäre es jetzt mit voller Wucht zurückzukommen, ne? Das kennt man ja von dir. Was? Du unterstellst mir ja Fisimatenten. Dann möchte ich gerne, dass du anfängst. Okay. 2, 4, 5, 4. Okay. Dann würde ich meinen Spielzug gerne beginnen, indem ich meinen Steinbefreier Prüfer als Normalbeschwörung beschwöre. Mhm. Und da ich jetzt ein anderes Steinbefreiermonster kontrolliere, Spezialbeschwörung mit meinen Steinbefreiersucher. Du hast abgehoben. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Und dann würde ich gerne den Effekt von dem Prüfer aktivieren. Ja, alles klar. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann würde ich gerne meinen Gamma wählen und die ganze Spezialbeschwörung beschwören. Alles klar. So, wenn Gamma als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird,
darf ich ein anderes Magnetkriegermonster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören, außer Gamma selbst. Okay, dann mach mal. Und dann beschwöre ich meinen Beta. Mhm. Und dann würde ich gerne den Effekt von Suche aktivieren. Ja, mach mal. Und wieder die obersten 5 ausgraben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hätte ich jetzt auch behauptet. Dann würde ich gerne meinen Beta wählen. Mhm. Schwupp. So, wenn Beta normal oder spezial beschworen wird, kann ich ein Magnetkriegermonster Stufe 4 oder niedriger von meinem Deck auf die Hand nehmen. Okay, dann mach mal. Und damit wir das Trio komplett haben, suchst du natürlich den Alpha raus. Suche ich mir natürlich den Alpha. Damit dann der Berserker gleich schnell seinen Auftritt haben kann. Richtig. Denn nur zusammen sind sie stark. Ja, gemeinsam sind wir stark, ne? Genau. United so. We stand. So. Dann muss ich mal überlegen. Jetzt gibt es ein bisschen viel Auswahl. Zu viel Auswahl kann man noch gar nicht haben. Dann würde ich als erstes gerne... Ja, ich mache Folgendes. Ich mache eine Überlagerung auf 3 und würde mir gerne meinen Gorgonischen Wächter aus dem Extra-Deck beschwören. Interessante Wahl. So. Der Gorgonische Wächter kann einmal pro Spielzug während eines beliebigen Spielers, während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, kann ich ein Material abhängen und dann ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst, und seine ATK werden zu 0. Mhm. Und falls sie das werden, werden seine Effekte annulliert. Das ist frech. Außerdem dauern die Effekte bis zum Ende des Spielzuges an und ich kann einmal pro Spielzug ein Monster mit 0 ATK auf dem Spielfeld wählen und es zerstören. Mhm. So. Dann mache ich eine Synchro-Beschwörung auf 6. Mhm. Und hole mir wieder meinen Steinbefreier entstiegener Greifonit. Mhm. Und würde auch gerne seinen Effekt aktivieren und die obersten 5 Garten ausgraben. Mach mal. Dann würde ich gerne meinen Doki Doki wählen. Mhm. Und dann einmal den Effekt von Doki Doki aktivieren wollen. Ja. Ich schmeiße jetzt ein Monster ab, in dem Fall mein Alpha, und möchte ein Monster mit der gleichen Grundeigenschaft und Stufe wie Alpha aufs Spielfeld beschwören. Ja, mach mal. Und wähle Alpha selber. Ja. Und da Alpha jetzt beschworen wurde, als normale oder Spezialbeschwörung, kann ich mir ein Elektromagnetkrieger-Monster der Stufe 8 auf die Hand nehmen. Mhm. Und nehme mir meinen Berserkion. So. Ja, die Steinbefreier machen es möglich, das Feld voll zu klatschen mit Felsmonstern. Das stimmt, die graben gerne. Ja. Deswegen heißen sie auch Steinbefreier, weil sie gerne graben. Dann ist es schwierig, ich noch nicht weiß, was auf mich zukommt. Es könnte eine ganze Menge kommen, ja. Ganz schön große Sachen. Ja, dann würde ich gerne eine Link 4 machen. Ui.
muss ich Angst haben, oder? Die gute alte Appaloosa. Puh, du willst es wohl wissen. Ich möchte mich gerne ein wenig schützen. Das darfst du auch gerne lassen. Indem ich noch eine Karte setze und an dich abgebe. Okay, dann gucken wir mal, was ich dagegen so machen kann. Ich ziehe erstmal eine Karte. Oh, das ist doch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann beginne ich mal meinen Zug und aktiviere als erstes mal die Öffnung der Geistertore. Das heißt, wenn diese Karte aktiviert wird, darf ich mir als erstes mal ein Monster hinzufügen, das eine der Heiligen Drei Ungeheuer als in ihrem Text erwähnt, oder eines der drei Heiligen Ungeheuer selber darf ich mir sogar auch von meinem Deck auf die Hand nehmen. Mhm. Ist das erstmal in Ordnung? Ja. Gut, dann würde ich mir einmal hinzufügen wollen. Finsteres, lockerndes Ungeheuer. So, außerdem, einmal pro Spielzug darf ich eine Karte abwerfen und ein Unterweltlermonster mit 0 Angriffs- und oder Verteidigungspunkten als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof, also mit 0 Angriffs- und Verteidigungspunkten als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. Mhm. Und einmal pro Spielzug sollte ich ein Monster der Stufe 10 kontrollieren, darf ich mir eine permanente Zauberkarte von meinem Friedhof meiner Hand hinzufügen. So, jetzt muss ich doch mal eben kurz nach dem Wächter mal gucken, ob er erst die Angriffspunkte senken muss, damit sie... Ah, okay, und wenn sie schon 0 sind, dann kann sie natürlich nicht zu 0 werden. Das heißt, in dem Fall ist ein gorgonischer Wächter doch dezent nicht so das Problem. Das hört man, höre und lese ich doch gerne. So, ich normal beschwöre. Finsteres, lockendes Ungeheuer. Mhm. Und wenn er als Normalbeschwörung beschworen wird, darf ich mir eines der drei heiligen Ungeheuer oder ein Monster von meinem Deck hinzufügen, das die drei heiligen Ungeheuer im Text erwähnen. Darf ich den Effekt erstmal nutzen? Nee, den würde ich dir gerne negieren. Gut, aber Appaloosa annulliert ja nur für den Preis von 800 Angriffspunkten und zerstört halt leider nicht. Oder zum Glück, muss ich ja sagen. Ich wollte gerade sagen, da darfst du dich doch eigentlich drüber freuen. Das ist richtig. Gut, dann mache ich jetzt eine Link-1-Beschwörung. Mhm. Auf meinen Großsalamander Almirage. So, den darf ich als Tribut anbieten, um ein Monster zu wählen, das ich kontrolliere. Es kann dann in diesem Spielzug nicht durch Karteneffekte zerstört werden und noch nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Mhm. Es kann nur nicht als Ziel, nicht durch Karteneffekte zerstört werden. So, okay. Da wollte ich hinaus. So, dann gucken wir mal. Jetzt hast du doch ein paar schöne Sachen im Friedhof liegen. Lass das. Nein, ich denke nicht. So, du hast nur Alpha und den Beta, das heißt für Berserkion fehlt dir gerade ein bisschen Material. Gut, du hast noch die beiden da im Friedhof liegen. Dann machen wir das ein bisschen anders. Ich aktiviere meine Wiedergeburt, mhm, und würde mir ganz gerne einmal deinen Steinbefreier entstiegener Greifonit ausleihen wollen. Ja. Cool. Finde ich gar traumhaft. Hallo, Greifonit. Hallo. So. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Effekt Nummer 2 von Öffnung der Geistertore. Ich würde gerne seinen Effekt aktivieren wollen, um ein Monster vom Friedhof wieder zu beleben. Ich werfe dafür meinen dunkelheitsbeschwörenden Herrscher. Mhm. Und den würde ich ganz gerne auch einmal wiederbeleben wollen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, das ist in Ordnung. Cool. Dann aktiviere ich als nächstes mal mein verlorenes Paradies. Mhm. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, kannst du meine drei heiligen Ungeheuer und arme Teil das Chaos-Phantom nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Außerdem kannst du sie nicht durch Karteneffekte zerstören. Und sollte ich eines der drei heiligen Ungeheuer oder arme Teil kontrollieren, darf ich zwei Karten ziehen. Mhm. So. Die hat jetzt noch 2400 Angriffspunkte, ne? Ja. Das ist dezent uncool. Ist aber in Ordnung. Ich aktiviere den Effekt von meinem dunkelheitsbeschwörenden Herrscher. Ich biete ihn selber als Tribut und möchte ganz gerne alles der drei heiligen Ungeheuer als Spezialbeschwörung aus meinem Deck beschwören, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Mhm. Darf ich das? Ja, das darfst du. Das finde ich voll cool. Ich darf sie nicht zielen. Darf sie nicht zielen, ja, ne? Okay. Dann beschwören wir doch mal... Hm.
Rabiel, Herr der Phantome. So, aber du hast Glück. Dadurch, dass ich den Effekt von Dunkelheitsbeschwörender Herrscher benutzt habe, darf ich für den Rest des Spielzuges nicht angreifen. Okay. Ich überlege gerade noch, ob ich den zweiten Effekt vielleicht noch nutzen möchte. Aber ich glaube, das hebe ich mir für den Moment noch auf. Ich nutze den Effekt von Verlorenes Paradies und würde gerne zwei Karten ziehen wollen. Ja. Was zum... Okay, interessant. Na gut, da ich nicht angreifen kann, muss ich für den Augenblick meinen Spielzug wohl beenden. Du bist dran. Alles klar, dann ziehe ich. Macht die Öffnung der Geistertore irgendwas in meinem Spielzug, was ich beachten müsste? Nein. Nein, okay. Ja, dann würde ich gerne mit meinen beiden Monstern eine Link 2 machen. Oho. Ja. Das kommt unerwartet. Ja. So. Auf meinen Albtraumritter Phönix. Ui. Und ich würde gerne seinen Effekt aktivieren. Eine Karte abwerfen und ein Paradies wählen und es zerstören. Das ist dezent uncool. Kann ich nur dummerweise nicht verhindern. Der kommt zurück. Mhm. So. Und dann würde ich gerne eine Karte spielen, die du sehr magst. Raigeki. Dann kenne ich den Effekt von Großalamander Almirage an und wähle meinen Raviel in dem Fall als Ziel, damit er in diesem Spielzug nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Mhm. Das heißt, in dem Fall verabschiedet sich nur dein Greifonit. Okay. Dann würde ich gerne meinen Gamma, meinen Beta und meinen Alpha aus dem Friedhof entfernen. Mhm. Um den Big Boss zu rufen. Berserkion. Bam. So. Wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, ich kann ein Magnetkriegermonster Stufe 4 oder niedriger von meinem Friedhof verbannen und dann eine Karte wählen, die du kontrollierst, um sie zerstören. Mhm. Falls er das Spielfeld verlässt, durch Kampf oder Karteneffekte, kann ich jeweils einen der drei zurückholen. Mhm. Er ist für den Rest des Spielzuges durch Karteneffekte geschützt, oder? Vor Zerstörung durch Karteneffekte, ja. Vor Zerstörung. Dann würde ich trotzdem gerne den Effekt von Berserkion aktivieren. Mhm. Einen Alpha aus dem Spiel nehmen und deine Öffnung der Geistertore mal zerstören wollen. Mhm. Okay. Und dann würde ich an dich abgeben. Mhm. Ist der Effekt von Berserkion zum Zerstören ein Schnelleffekt? Nein, das ist kein Schnelleffekt. Das ist gut. Nee. Das höre ich gerne. Oh, das ist... Oh. Das ist interessant. Hm. Das könnte jetzt spannend werden. Ravioli, Herr der Nudeln. Das ist genauso wie Edeka, der Supermarktmonarch, ne? Ja, genau. Da könnte ich vielleicht sogar was draus machen. Aber alles schön der Reihe nach. Ich rufe als erstes mal als Normalbeschwörung mein finsteres, lockendes Ungeheuer und möchte gerne seinen Effekt aktivieren und mir wieder ein Monster suchen, das eines der drei heiligen Ungeheuer in seinem Text erwähnt. Mhm. Genau. Oder eine, ich könnte sogar eine Karte suchen, die heiligen Ungeheuer erwähnt. Aber ich denke... Ich suche mir das chaosbeschwörende Ungeheuer. Mhm. So, und dank des Effektes von finsteres lockendes Ungeheuer darf ich jetzt noch eine zweite Normalbeschwörung von einem Unterweltlermonster mit 0 Angriffs- und Verteidigungspunkten durchführen. Und den Effekt würde ich einmal nutzen. Das ist übrigens kein aktivierter Effekt, ganz wichtig. Mhm. Und rufe als Normalbeschwörung mein chaosbeschwörendes Ungeheuer. Okay.
Der hat auch einen ganz tollen Effekt. Ich darf ihn nämlich als Tribut anbieten, um eines der drei heiligen Ungeheuer aus meiner Hand als Spezialbeschwörung zu beschwören. Mhm. Und den Effekt würde ich gerne einmal aktivieren wollen. Und dann beschwöre ich einmal meinen Hamon, den Herrn des tosenden Donners. Ja. So, Hamon besagt, den kann ich halt als Spezialbeschwörung beschwören, indem ich halt drei permanente Zauberkarten als Tribut anbiete. Wenn der Monster durch Kampf zerstört, dann bekommst du nochmal 1000 Punkte extra Schaden. Und solange er in Verteidigungsposition auf dem Spielfeld liegt, kannst du nur noch ihn als Angriffsziel wählen. Mhm. So, dann nutze ich den zweiten Effekt von Chaos beschwörendes Ungeheuer. Ich darf ihn nämlich aus meinem Friedhof verbannen und darf mir dann ein verlorenes Paradies suchen. Ist das in Ordnung? Ja. Das ist doch gar traumhaft. Dann suche ich mir das doch mal. Hamon, Herr des tosenden Döners. Jetzt geht's los. Ja. So, ich aktiviere mal mein verlorenes Paradies. Mhm. Und möchte gerne den Effekt einmal aktivieren, um zwei Karten ziehen ja. zu können, weil ich jetzt einen der beiden heiligen Ungeheuer kontrolliere. Mhm. Hihi. Das ist schön. Das ist gerade traumhaft. Dann würde ich jetzt gerne einmal in die Battle-Phase gehen wollen. Ja. Und dann greife ich mit meinem Raviel, den Herrn der Phantome, einmal deinen Albtraumritter Phönix an. Mhm. Und dann während der Schadensberechnung aktiviere ich den Effekt von Raviel, Herr der Phantome, schimmernder Kratzer. Ich darf ihn nämlich aus meiner Hand auf den Friedhof legen und dann einem Raviel, Herr der Phantome, die Angriffspunkte, die der gerade hatte, zu seinen eigenen Angriffspunkten oben drauf rechnen. Sprich, ich verdoppel seine Angriffspunkte mal eben. Das tut dezent weh. Ja. Damit mache ich dir erstmal ein bisschen Schaden. Das heißt, mein Ravier hat jetzt 8000 Angriffspunkte und du verlierst erst einmal 6100. Ja. Dann möchte ich ganz gerne mit Hamon, Herr des tosenden Donners, einmal deinen Berserkion, den Elektromagnetkrieger, angreifen. Das ist auch in Ordnung. Gut, dann bekommst du noch einmal 1000 Punkte Schaden. Dann aktiviert sich der Effekt von Berserkion. Ja, und der Effekt von Hamon aktiviert sich auch und du bekommst noch mal 1000 Punkte Schaden. Dann reicht das schon. Und dann hat sich das erledigt. Puff. Alles klar. Die zweite Runde geht an dich. Das kam aus dem Nichts. Ja. Schade. Ich dachte, die drei kommen nochmal zurück. Und wenn, dann wären sie nicht lange geblieben. Ich hatte das 3 Gegner schon auf der Hinterhand. Ah, okay. Schöne Karte. Das Essenstrio geht weiter. Uriah, Herr des 13. Flammenkuchens. Die lassen sich aber auch was einfallen. Ja, unsere Zuschauer sind sehr kreativ. Vor allem, wenn es ums Essen geht. Ah, schön. Tja, und wie heißt es so schön? Liebe geht durch den Magen. Oh ja. Darum hoffe ich, dass du auch ein guter Koch bist. Ja, ich koche auch sehr gerne. Sehr schön. Ich lasse mich auch gerne bekochen, aber ich koche auch sehr gerne selber. Kochst du dann auch gerne mit deiner Freundin zusammen? Ja, doch schon. Ich auch. Macht auch mehr Spaß und es kommt auch eine ganze Menge Arbeit daraus. Also manchmal finde ich es auch schön, alleine zu kochen, wenn man so seine Ruhe hat und das macht, was man möchte. Aber so dabei Musik hören, ein bisschen rumalbern. Ja. 2, 4, 5. Wer soll denn anfangen? Du darfst ja nicht entscheiden. Da möchte ich, dass du beginnst. Alles klar. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich nochmal beschwöre, mein Chaos beschwörendes Ungeheuer. Mhm. Und würde gerne seinen ersten Effekt einmal nutzen wollen. Ich biete ihn als Tribut an, um ein heiliges Ungeheuer von meiner Hand zu beschwören. Und dann beschwöre ich einmal meinen Hamon, den Herrn des tosenden Donners, einmal als Spezialbeschwörung. Mhm. Dann nutze ich auch gerne direkt mal den zweiten Effekt von Chaos beschwörendes Ungeheuer und würde mir gerne ein verlorenes Paradies suchen wollen. Ja. Meine geheime Tech-Karte übrigens, die versteckt sich hier unten noch im Deck. Das ist eigentlich schade. Ich würde sie gerne mal heute gespielt. Naja. Egal. Vielleicht kommt sie auch noch da zufällig. Bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kommt sie zufälligerweise noch. Ich habe sie so extra dreimal mit reingepackt. Du hast ja manchmal so ein paar verrückte Sachen auf Lager. Frag mal Akuma. Der hat auch schon gefragt, woher kommst du nur auf solche Ideen?
Ja, manchmal findet man solche Karten einfach wieder, wenn man sie denn sich mal zugelegt hat. Gut, das verlorene Paradies möchte ich auch gerne direkt einmal aktivieren und auch seinen zweiten Effekt direkt nutzen, um zwei Karten zu ziehen, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Super. Jetzt wird's richtig brutal. Ich ersetze eine Karte verdeckt und aktiviere mein blaues Himmelsfeuer. Mhm. Das blaue Himmelsfeuer erlaubt es mir, Harmon, Herr des tosenden Donners, auch mit normalen Zauberkarten zu beschwören, indem ich einfach gesetzte Zauber benutze für die Beschwörung. Außerdem kann ich einmal pro Spielzug, sollte sich ein Harmon des Herr des tosenden Donners auf dem Spielfeld befinden, kann ich die aktivierten Effekte von all deinen Zaubern fallen, die sich ja zumindest innerhalb einer Kette aktivieren, annullieren und dann meinen Harmon in die Verteidigungsposition drehen. Außerdem, sollte mein Harmon das Spielfeld verlassen, bekomme ich für den Rest des Spielzuges keinen Schaden mehr zugefügt. Mhm. Ja, ich glaube... Müssen wir die noch einmal mopsen? Mhm. Kurz noch mal. Das heilige Hungertrio, genau. Wir sind hier bei den Hungerspielen. Heißt das also, wenn du den Effekt aktivierst und ihn in Verteidigungsposition drehst... Annulliert hier quasi einen beliebigen Zauber da, eine beliebige Falle. Okay. Aber nicht für den ganzen Spielzug. Mhm. Doch, das ist halt schon, also je nachdem, was du halt machst, annulliert halt den Effekt der Karte. Mhm. Okay. Also ich annulliere alle Zauber- und Falleneffekte, die du gerade aktiviert hast. Mhm, okay. Gut, du bist dran. Das sehe ich mal. In deiner Standby-Phase habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Ich aktiviere Erwachen der heiligen Ungeheuer. Mhm. Diese Karte bekommt Effekte basierend darauf, wie viele heilige Ungeheuermonster ich auf dem Spielfeld liegen habe. Für eines der drei heiligen Ungeheuer bekomme ich jedes Mal, wenn du ein Monster beschwörst, Lebenspunkte in Höhe der Angriffspunkte des jeweiligen Monsters. Mhm. Kontrolliere ich mindestens zwei unterschiedliche heilige Ungeheuer, annulliere ich zusätzlich noch die Effekte von all deinen Monstern, die du kontrollierst. Und kontrolliere ich sogar alle drei unterschiedlichen heiligen Ungeheuer, dann verbanne ich jedes Monster, das auf den Friedhof gelegt werden würde von dir. Okay. Gut, aber da ich jetzt gerade nur ein heiliges Ungeheuer kontrolliere, bekomme ich nur Lebenspunkte erstmal. Dieses ist nicht schön, was ich hier auf der Hand habe. Hm. Ich setze ein Monster. Keine mein Spielzug. Okay, kann man machen. Ich ziehe erstmal eine Karte. Okay. Na, legale Auslöschung. Oder Regigi. Das ist irgendwie interessant, aber auch noch witzig zugleich. Ich aktiviere erstmal den Effekt von verlorenes Paradies und würde gerne zwei Karten ziehen wollen. Ja. Wow. Das ist irgendwie cool. Nein, wir machen das mal relativ einfach. Ich gehe erstmal in die Battle-Phase und greife mit Harmon Herr des tosenden Donners einmal dein verdecktes Monster an. Dann löschst du meinen Beta aus, ach Gamma aus. Und durch den Effekt von Harmon des Herr des tosenden Donners bekommst du noch einmal 1000 Punkte Schaden, weil ich nämlich ein Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt habe. Mhm. Main Phase 2. Ich setze eine Karte und beende meinen Spielzug. In deiner Standby-Phase. Ich aktiviere ein zweites Erwachen des heiligen Ungeheuer. Okay. Das heißt, ich kriege jetzt doppelt Lebenspunkte, weil die Karte wirklich keinen harten Once-per-Turn-Effekt hat. Das ist schön. Ja, komm, bekommst du jetzt ein paar Lebenspunkte obendrauf. Oh, das ist gar traumhaft. Ich normal beschwöre meinen Gamma. Gut, dann aktivieren sich die Effekte von meinen beiden Erwachen der heiligen Ungeheuer und ich bekomme Lebenspunkte in Höhe der Angriffspunkte von Gamma, also in dem Fall in der Summe 1600 Lebenspunkte. Ja. Dann aktiviert sich der Effekt von Gamma und ich darf einen Elektromagnetkrieger-Monster Stufe 4 oder niedriger von meiner Hand spezial beschwören. Das darfst du sehr gerne tun. Und dann würde ich gerne meinen Alpha spezial beschwören. Gut, dann aktivieren sich wieder die Effekte meiner beiden Fallenkarten und ich bekomme insgesamt 3400 Angriffspunkte. Lass es dir schmecken. Aber sowas von. Weil wir gerade beim Essen waren. Ich bin hungrig. Hungrig auf Lebenspunkte. So. Zauber oder Fallen kannst du mir... Ja, Zauber und Fallen kann ich dir annullieren.
Dann würde ich gerne eine Link 1 machen. Mhm. Auf meinen Großsalamander Almirage. Bäh, der gibt mir keine Lebenspunkte. Genau, das ist der Punkt. Ist okay. So. Ist okay, kann ich mitleben. Und dann gebe ich an dich ab. Na gut, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Ah, ich habe eine Tech-Karte gezogen. Ja, das ist toll. Ich habe eine Tech-Karte. Und das Coole ist, das Deck gibt mir so viele Lebenspunkte, dass ich die Karte sogar quasi kostenlos spielen kann. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich aktiviere erstmal meinen Sirenengesang. Mhm. Für den Preis von 2000 Lebenspunkten darf ich jetzt einen Monsternamen benennen. Und solltest du ein entsprechendes Monster in deinem Deck haben, dann kannst du es mir entweder meiner Hand hinzufügen oder du erlaubst es mir, dass ich es als Spezialbeschwörung in Angriffsposition beschwören darf, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Mhm. Und ich würde ganz gerne einmal deinen Berserkion, den Elektromagnetkrieger, daneben wollen. Ich bin mir gerade nicht sicher, Dirk. Ah doch, einen dritten habe ich doch tatsächlich im Deck. Schade, ich dachte, du findest kein Ziel. Ich darf jetzt entscheiden, entweder auf dem Friedhof oder... Auf meine Hand oder auf meine Spielfeldseite. Ja, dann gebe ich dir den auf die Hand. Ist okay, nehme ich wohl. Jetzt nimmt er mir auch noch ein Monster weg. Natürlich, so wie es sich gehört. Gut, dann nutze ich mal den Effekt von Verlorenes Paradies und würde gerne nochmal zwei Karten ziehen wollen. Ja. Eins. Wow. Zwei. Wow, es wird immer besser. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe dezent Handkartenvorteil, würde ich behaupten. Ach, sehe ich nicht. Das lässt sich ganz schnell ändern. Ich setze erst einmal zwei Karten verdeckt. Und dann kommen wir mal zu dem zweiten Teil, zu meiner zweiten kleinen Engine, die ich hier drin spiele, nämlich zu meiner Gefahr-Engine. Ich aktiviere den Effekt von meinem Gefahr-Bigfoot. Das heißt, du musst jetzt eine zufällige meiner Handkarten bestimmen. Und die Karte wird dann abgeworfen. Wenn es nicht ein Bigfoot gewesen ist, darf ich ihn Spezialbeschwörung und anschließend eine Karte ziehen. Dann würde ich gerne den Effekt von meinem Almirage anketten. Ja. Meinen Alpha-Wellen, also ihn als Tribut anbieten und meinen Alpha-Wellen. Damit er nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Das ist in Ordnung. So, und jetzt musst du eine meiner Handkarten zufällig bestimmen. 6 habe ich, das heißt, du kannst ja optimal einen Würfel für nehmen. Muss man eigentlich einen Würfel nehmen? Ist das offiziell die Regel? Es muss eine Zufallsmethode sein, okay. Und Würfel bieten sich deine Stelle halt an. Mhm. Also 1 bis 6. Eine 1, also die Karte. Richtig? Ja. Damit triffst du mein verlorenes Paradies. Bedeutet, ich beschwöre meinen Gefahr Bigfoot und ziehe eine Karte. Mhm. Toll, die bringt mir doch jetzt gerade nicht so viel. Aber ist in Ordnung. Ich biete meinen Gefahr Bigfoot mal als Tribut und rufe als Normalbeschwörung meinen dunkelheitsbeschwörenden Herrscher. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt einen Effekt benutze, darf ich nicht angreifen, aber das kann ich auch erst in der Mainphase 2 machen. Das ist ja vollkommen legitim. Ich gehe mal in die Battlephase. Ja. Ich greife mit Hamon, Herr des Tosen und Donners einmal deinen Alpha, den Elektromagnetkrieger, an. Mhm. Und durch den Effekt von Hamon bekommst du 1000 Punkte Schaden zugefügt. Ja. Dann gehe ich in die Main-Phase 2 und nutze den Effekt von Dunkelheitsbeschwörenden Herrscher und möchte gerne eines der drei heiligen Ungeheuer aus meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Ja, das darfst du kriegen. Das ist toll, das ist sehr nett von dir. Dann beschwören wir natürlich Raviel, den Herrn der Phantome. Ravioli, den Herrn der Pasta. Ah, bist du jetzt richtig dran? Ich weiß nicht. Ja, und sonst drehe ich es auf der Alles gut. So, Södele. Döner und Ravioli, keine gute Kombination. Glaube ich. Ihr habt es noch nicht ausprobiert, von daher. Ich denke, ich beende für den Moment meinen Spielzug. Was würde ich jetzt für einen schweren Sturm tun? Solange du dich töten würdest, das weiß ich nicht. Ja, gerade lässt mich mein Deck ein wenig im Stich. Das ist natürlich traurig.
Dann beschwöre ich meinen Alpha-Magnetkrieger. Gut, dann aktivieren sich die Effekte meiner beiden erwachenden heiligen Ungeheuer und ich bekomme 2800 Lebenspunkte gut geschrieben. Ja. Und dann würde ich gerne meine magnetische Induktion aktivieren. Was macht denn die Induktion? Falls ich ein Magnetkriegermonster kontrolliere, dessen Grundstufe 4 oder niedriger ist, darf ich ein anderes Magnetkriegermonster Stufe 4 oder niedriger mit unterschiedlichen Namen als die Karte, die ich kontrolliere, als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören. Zusätzlich können Magnetkriegermonster, die ich kontrolliere, für den Rest des Spielzuges, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, nicht durch Kampf- oder Karteneffekte meines Gegners zerstört werden. Da möchte ich gerne den Effekt von Blaues Himmelsfeuer nutzen. Ich drehe meinen Hamon in die Verteidigungsposition und annulliere den Effekt von deiner Induktion. Und dann beende ich mein Spiel. Da habe ich sogar den Effekt von Raviel noch vergessen, denn wenn du ein Monster als Normalbeschwörung beschwörst, muss ich nur sogar noch einen Token beschwören. Das ist kein optionaler Effekt. Mhm, okay. Das tue ich dann mal noch. Tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Möchtest du den Token noch angreifen, bevor du deinen Zug beendest? Also das darfst du jetzt noch. Ja, dann greife ich deinen Token an. Gut. Wir wollen ja alles richtig und konform halten. Ne? Also von daher hätten die drei Effekte in die Kette kommen müssen. Mhm. Gut. So, dann bin ich dran? Ja. Gut, dann ziehe ich meine Karte. Und tatsächlich ist mein Deck falsch rum. Hatte ich es doch im Gefühl. Ja, alles gut. So, dann drehe ich erstmal wieder meinen Hamon in die Angriffsposition. Ich glaube, ich nutze einfach mal den Effekt vom verlorenen Paradies und würde gerne nochmal zwei Karten ziehen wollen. Ja, das ist in Ordnung. Oh, das ist gar traumhaft. Das wird ja immer besser. Dann aktiviere ich mal meine Wiedergeburt und würde gerne ein Monster von meinem Friedhof wiederbeleben wollen. Ja. Und zwar meinen guten Altern in Gefahr Bigfoot. Ich lebe auf großem Fuße, von daher ist der Bigfoot mein idealer Begleiter. Dann aktiviere ich als nächstes meine Inzahlungnahme und werfe dafür meinen Gefahr Bigfoot ab und dürfte mit den ganzen zwei Karten ziehen. Ja. Oh, das ist schön. Das wird immer besser. Aktiviert sich jetzt auch noch der zweite Effekt? Genau, jetzt aktiviert sich der zweite Effekt von Bigfoot, weil er nämlich abgeworfen wurde, darf ich eine offene Karte auf dem Spielfeld werden und sie zerstören. Ach, ist das nicht herrlich. So, kann ich noch mehr schöne Dinge tun? Ich brauche eigentlich nicht viel mehr Dinge tun, von daher lasse ich dich nicht unnötig lange leiden. Ich gehe einfach mal in die Battle-Phase. Ja. In die Battle-Phase. Und greife als erstes mal mit meinem Hammer und Herr des Tosenden Donners an, um dir 4000 Punkte Schaden zuzufügen. Das ist in Ordnung. In Ordnung nicht, aber es geht durch. Gut, und den finalen Schlag mache ich dann mit Raviel, dem Herrn der Phantome. Das ist auch in Ordnung. Genug gepeinigt. Ich habe zwar keinen Obelisk der Peiniger, aber ich habe einen Fake-Obelisk. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das war das erste Duell des heutigen Quarantäne-Streams. Die heiligen Ungeheuer haben bewiesen, sie stehen den Elektromagnetkriegern zumindest erstmal nicht ganz so viel nach. Wir machen jetzt ein bisschen Pause, quatschen noch ein bisschen mit dem Chat und dann hoffen wir mal, dass Niklas gleich im zweiten Duell noch anwesend ist und sich nicht vergraulen gelassen hat. Bis dann. Auf keinen Fall.